Du hattest also die Entscheidung zwischen deiner Tante und vier Menschenleben. Du hast dich für deine Tante entschieden und somit die nicht utilitaristische Entscheidung getroffen. Deine Entscheidung ist nicht utilitaristisch, da nun mehr Unglücklichkeit entsteht als Glücklichkeit, weil du und deine Tante glücklich sind, doch die vier verstorbenen Personen nicht. Somit hast du nur eine Person anstelle von vier gerettet. Fühlst du dich also, nachdem du Menschenleben gegeneinander abgewägt hast? Denkst du, du hast die richtige Entscheidung getroffen, da du nicht utilitaristisch gehandelt hast? Denn genau auf diese Frage wollten wir heraus. Denn du hast noch nicht nach dem Utilitarismus gehandelt. Doch denkst du deshalb auch, dass man die eigene Glücklichkeit bevorzugen soll? Wir hoffen, du hast in unserem Abschlussprojekt mehr über dein instinktives Handeln herausgefunden und denkst nun vielleicht etwas mehr über deine alltäglichen Entscheidungen nach. Dies sind noch unsere Quellen.